Der Mai ist gekommen. Sie, gestern Abend fand bei uns in Kaltenfenne auf dem Ölbechplatz der diesjährige Tanz in den Mai statt. Ich und Nachbar Willem, wir waren mit unseren Frauen da. Also ich mit der Erna und der Willem hat seine Frau, die Elfriede, mitgenommen. Irgendwann zu späterer Stunde, da ist es dann ganz unvermittelt an der Theke passiert. Ich und Willem, wir wurden überrascht. Von unseren Frauen. Die Erna dann sofort: Heinrich, wenn ihr jetzt nicht sofort mitkommt, dann gehen ich und Elfriede alleine nach Haus. Ja gut, also mit diesen Gedanken, da konnten ich und Nachbar Willem uns dann durchaus anfreunden. Die Frauen sind in Dollenkopf abgezogen und ich und Nachbar Willem, wir haben erstmal den Wonnemonat Mai begossen, dann haben wir den Maibaum begossen. Ja, und wir selber haben auch so ein paar Tropfen abgekriegt, wenn Sie verstehen. Irgendwann sagte Willem dann zu mir: Heinrich, jetzt ist genug, ich muss los. Ich sag, wo willst du hin? Heinrich, meint mein Nachbar, ich muss zu einem Vortrag. Ich sag, du, das ist abends kurz nach 11. Ich sag, da hält kein Mensch mehr Vorträge. Hu, meint mein Nachbar, da kennst du meine Frau aber schlecht. Und weg war er. Ja, ich hab da noch so das eine oder andere Erfrischungsgetränk zu mir genommen unter den Maibaum und hab mich dann auch auf den Heimweg gemacht. Unterwegs saß mein Nachbar dann am Straßenrand. Ich sag, Willem, ich sag, was ist los? Heinrich, meint mein Nachbar, es dreht sich alles. Ich sag, ja, das kommt vor. Ich sag, jetzt schnell nach Hause, bevor es gleich nur anfängt zu regnen. Heinrich, sagt mein Nachbar zu mir, stimmt das eigentlich, dass die Erde sich dreht? Ich sag, ja, das behaupten diese Studierenden immer. Ich sag, jetzt ab nach Hause. Nee, meint mein Nachbar, wenn die Erde sich doch sowieso dreht, sagt er dann, dann bleibe ich doch einfach hier und warte, bis mein Haus vorbeikommt. Ich hab's dann vorgezogen, meinen Nachbarn nach Haus zu helfen. Schön leise, nicht? Wir über die Diele, an der Kühe vorbei, in Dunkeln. Nicht, dass wir noch seine Frau, der Elfriede, wach machen. Sie müssen wissen, also gegen die Elfriede ist meine Frau, der Erna, noch so was wie die Mutter Teresa von Kattenfelle. Hab ich ihn schön in Dunkeln über die Diele gezogen, schön leise. Meine Kühe vorbei, plötzlich kriege ich so einen dumpfen Schlag auf den Kopf, dann ging Licht an, habe ich bloß Sternchen gesehen und dann stand denn Willem seine Frau, der Elfriede, da mit der Bratpfanne in der Hand. Ich sag, Elfriede, ich sag, was haust du mich denn? Sagt sie, habe ich aus Versehen den Falschen, den Dunkeln erwischt. Ich sag, ja, dann hast du wohl ausgerechnet deinen Lieblingsnachbarn, hast du deinen Dunkeln jetzt ein Hörnchen gehauen. Sagt sie, da muss ich ja wieder in eine Reihe bringen, dass ich hier aus Versehen den Falschen erwischt hab. Ich sag, Elfriede, ich sag, kann ja mal passieren. Nee, meinst du, also das muss ich wieder in Ordnung bringen, dass ich aus Versehen hier dich anstelle von meinem Kerl K.O. geschlagen hat mit der Bratpfanne. Ich sag, Elfriede, ich sag, doch, ich sag, vielleicht kannst du Güst meine Erna anrufen, sag ich, und ihr mitteilen, dass ich's für heute schon hinter mir habe. Der Mai ist gekommen, die Bäume sind